Sally, warte. Warte mal. Also ja, Sally, ich bin's wieder, der Levin. Heute haben wir ein 10-Fakten-Video. Also, ja, komm, wir hauen einfach los. Also, wie viele vielleicht wissen, habe ich 2 Vornamen. Also Levin, Tim, das ist halt einfach lustig. Vor allem, weil... Weil ich in meiner Kindheit, also von meiner Familie und Kollegen, im Ort, wo ich gewohnt habe, vor allem nur mit meinem zweiten Vornamen angesprochen worden bin, das ist nämlich Tim. Und dann, wo ich ins Gymnasium gekommen bin, bin ich halt registriert gewesen als Levin. Und das war total ungewohnt für mich, weil ich wusste, dass der Name existiert, aber ich bin hier so angesprochen worden. Stellt euch vor, jetzt kommt da plötzlich einer und sagt: Hallo Gerald! Und du fragst dich, wer ist der Gerald? Und dann musst du dir überlegen und denken: Ah ja, ich heiße ja noch Gerald. Oh, ist nicht so lustig gewesen. Und ja, das passt halt gerade. Ja, das war halt ziemlich kompliziert gewesen in meiner Kindheit. Das hat dazu geführt, dass ich, wenn der Lehrer irgendetwas gesagt hat, habe ich meistens nicht aufgepasst, weil es geht ja um den Levin und nicht um den Tim. Und ich bin der Tim. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich ziemlich schlecht war in der Schule, weil ich nie auf den Lehrer reagiert habe, wenn er etwas gesagt hat. So. Fakt 2. Ich kann nicht mit Geld umgehen. Also so wirklich gar nicht. Also mein Vater gibt mir immer Anfang des Monats sehr viel Geld. Also wirklich so irgendwie, er steckt mir das Geld in den Arsch. Aber, also so zum Essen und sonst Zeugs. Aber das gebe ich alles dann wieder aus für Essen. Gut, das ist ja für das gedacht, aber ihr müsst wissen, ich esse ziemlich viel, sieht man ja, damit ich für dich. Ja, also, und da habe ich gedacht, nö, ich spare das Geld nicht, sondern ich gebe alles aus und habe dann den Rest des Monats kein Geld mehr und muss hungern. Das ist... Also, ich hoffe, das bessert nur sonst. Oh. Akt 3. Ich habe eine Sammelobsession. Wenn ich etwas sehe, muss ich sammeln. Darum ist auf meinem Pult ein Auto, ein Surli, ein Gumpiball. Das ist kein Analplug, das ist eine Schraube für einen Hering. Ein Sternenlicht. 2 Fidget Spinners. Ein Hocker, irgendetwas und ein Iohawk. Punkt 4. Ja, 4. Ich habe eine ziemlich komplizierte Familie. Also es ist nicht so, dass sie schwer sind oder so. Oder streng. Ich habe eine sehr nette Familie, einfach ist die kompliziert aufgebaut. Also ich habe den Vater. Das ist ganz normal, das ist alles. Mami, Papi. Ich, also Großeltern, ich und so. Und dann habe ich die Mami auf dieser Seite. So, die hat noch Kinder aus vorherigen Beziehungen. 2, die sind aber schon lange erwachsen und haben schon eigene Kinder, dann bin ich schon Onkel. Und ja, also ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber irgendwie die Grossmutter auf meiner Mutterseite ist gar nicht meine Grossmutter, weil die richtige Grossmutter ist, glaube ich, ausgewandert im Vietnamkrieg. Und meinen Grossvater kenne ich nicht, aber der ist sehr wahrscheinlich, denkt man, ausgewandert im Vietnamkrieg. Und meine Mutter ist das Leben lang mit dem Unwissen von ihr bei einer falschen Mutter aufgewachsen. Irgendwie so etwas ist sau kompliziert. So. Uifi, ich bin mal Armbrust schiessen, also das ist ziemlich lang, irgendwie 2, 3, 4 Jahre. Aber dann habe ich aufgehört, weil es nicht mehr passt mit der Schule. Und aber... ja, dann habe ich wieder angefangen, vor ein paar Monaten, also vor einem Jahr oder so, vor eineinhalb. Und dann musste ich wieder aufhören, weil die Schule ist doch too much gewesen. So. Ja. Sich sein. Ich bin mal, also ich habe mal ziemlich lange, in 8 Jahren oder so, hure lang, habe ich ziemlich gut sogar Posaune gespielt. Ich war sogar immer im Ensemble gewesen. Aber
Dann irgendwann hat es halt auch müssen mit der Schule aufhören und jetzt kann ich es gar nicht mehr. Ich bin künstlerisch hochbegabt, also wirklich talentiert. Das glaubt ihr mir nicht. Warte, vielleicht habe ich noch irgendwo irgendetwas. Ich kann gerade nichts, aber ihr müsst es mir glauben. Ich bin wirklich so ein künstlerisches... Warte, ich habe zum Glück immer ein Zeichenheft, weil ich so gut bin. Ich zeichne schnell etwas weg. Ich zeichne eine Giraffe. Also, schaut mal. Schaut, das ist meine Giraffe, die ich gezeichnet habe. Also, Kopf und Pünktchen und da unten habe ich dann keinen Bock mehr auf die Beine. Nummer 8. Ich bin sehr, sehr, sehr spontan. Also, ja, heisst nicht, dass ich nichts plane. Es heisst einfach, dass ich etwas plane und dann extrem spontan ganz etwas anderes mache. Ich habe Lust auf Donuts. Wir haben keine Donuts mehr und ich habe keinen Bock, keine Fröhlichkeit zu geben. Danke in Donuts. Das Video muss ja rauskommen vor dem 12. Ist mein Upload, glaube ich, hoffe ich. Wenn ich mir jetzt... Ja... Es ist einfach Zwetschgenflutsch. Selber gemacht. Ist super fein. Was war es? Wo bin ich? Achti! So, ich bin sehr spontan, also wirklich sehr. Nein, das habe ich schon gehört. Nüni! So, ich tue ziemlich gerne und gut kochen. Also zum Beispiel das Zwetschgenflutsch von vorne. Zwetschgenflutsch ist meine Sprache für Zwetschgenkompott. Hallo Kamera! Doppel! Der Hurensohn! Ich habe so eine automatische, intelligente Kamera. Ich sage mir, sie filmt jetzt ein Kleinkind. Danke vielmals, du Hurensohn, ich schaff dich ab. Wo bin ich stehen? Nüni, ich tue, das habe ich schon mal gemacht. Ich tue sehr gut gerne kochen. Also eben das Zwetschgenkompott habe ich vorher selber gemacht. Ja, das ist einfach. Es ist auch nicht schwer, aber ja. Jenny! Ich habe den Channel, was ihr wahrscheinlich schon oft gesehen habt, aus reiner Seriosität gegründet. Also wirklich, ich hoffe, also ich weiß, dass ich mit dem Channel mein Geld wird verdienen. Ich sag dir, the money of my lifetime. Ach, da sind die Anglizismen wieder. Und ich nehme das 100% seriös. Also ich habe nicht gedacht beim Gründen von dem Channel, dass ich so lange durchziehe mit jedem Sonntag ein Video. Und dann ist noch hoher Stress, müsst ihr wissen, weil ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust auf das. Jeden Sonntag muss ich am Morgen extra viel aufstehen, dass am 12 Uhr irgendein Scheiß rauskommt. So. Nee. Aber es macht mir halt Spass und es hilft mir halt bei vielen Sachen anders auch irgendwie Struktur in mein Leben hineinzubringen. Und ich meine, es macht Fun. Also, so, das war es mit dem Video. Es war leider ein bisschen länger. Entschuldigung, tut mir leid.